Een wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, bin ich wieder etwas wärmer angelegt. Wir sind jetzt gerade kurz vor dem Land. Also ich habe wieder mal Land gesehen. Es ist so schön. Und es ist aber extrem frisch da. Obwohl wir eigentlich gemeint haben, da unten ist es etwas wärmer. Vielleicht wegen dem Snowstorm und so, was alles geht. Vielleicht wird es im Verlauf des Tages ein bisschen wärmer, wer weiß. Auf jeden Fall, ja, stehen da aussen noch, das ist noch ganz witzig, es ist ein ganzer Haufen Schiffe. Also es sind jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Schiffe, so in einer Reihe. Die warten jetzt eigentlich alle, damit sie an Land gehen können. Weil wenn man, also da ist es so, der Captain, der da auf dem Schiff ist, der tut das Schiff jeweils nicht selber in den Hafen reinsteuern. Am Hafen hat es Pilots und die kommen immer, wir gehen eigentlich vor den Hafen, wir warten dort, da kommt so ein kleines Schiff, fährt dort hin und dort ist der Pilot drauf, der kommt nachher rüber zu unserem Schiff und der bringt das Schiff dann nachher in den Hafen. Das ist halt einfach, ja, weil der das sich auskennt, wegen dem seichten Wasser zum Teil und so, versicherungstechnisch. Und ja, sie sind, glaube ich, gar nicht auch ausgebildet, für so Zeugs zu machen. Also das ist wirklich ein Pilot, der das schlussendlich macht, oder? Ja, also ich freue mich jetzt mega, dass wir heute rausgehen können. Es hat sich jetzt wieder um einen halben Tag verschoben. Also wir haben jetzt, glaube ich, eben unsere Timezone nicht bekommen. Das heisst, wir können, glaube ich, erst am Abend um 4 Uhr kommt der Pilot. Das heisst, wir können erst etwas um 6 Uhr raus. Aber ja, besser als nichts. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall. Ich gehe jetzt aufs Velo und in einer Stunde gibt es dann zum Morgen. Und ja. Ja, jetzt bin ich gerade zurückgekommen vom Velofahren, frisch duschen und wollte gerade zum Morgen essen. Ich war aber noch nicht Tischen und alles. Es ist mir ein bisschen komisch reingekommen und dann habe ich nochmal auf die Uhr geschaut. Und ja, ich bin schon zu früh. ja, das ist halt, wenn man so früh aufsteht am Morgen, nicht wahr? Ich habe gemeint, es ist um 6:30, also 6:30, aber es ist 7:30. Von dem her gehe ich nicht ganz auf. Jetzt warte ich halt noch eine Stunde, höre noch ein bisschen Podcasts und ja, dann gehen wir halt später essen, nicht wahr? Siech ist das kalt! Unglaublich! Ich habe mich also definitiv auf etwas anderes vorbereitet als auf die hohe Kälte. Aber ja noch, jetzt ist es so. Jetzt ist es schon gleich so weit! Wir können aussteigen! Wir haben jetzt hier so eine Karte bekommen. Autofokus. Ja, ich sehe es ungefähr. He? Also es ist einfach mein Foto drauf, damit ich da zu dem Schiff gehören steht drauf. Und dann müssen wir das natürlich da das Formular müssen ausfüllen da, für Amerika mit all diesen super Fragen. Ob ich schon mal irgendwie Krankheit gehabt habe, ob ich schon mal irgendwie abgelehnt worden bin bei meinen Eintrittsversuchen in die USA und so. Ja, und mit dieser Karte da, mit der kann ich nachher eigentlich aus dem Land raus, also nein, nicht aus dem Land raus, ins Land rein, und dann schlussendlich auch wieder aufs Boot. Das tut es einfach so ein bisschen, das vereinfacht zu verfahren. Mein Essen habe ich jetzt noch nicht müssen zeigen, das haben sie aber, glaube ich, auch zugeschickt im Vorhinein, also das sollte es haben, das haben sie vermutlich schon gemacht, so. Abklärt da mit diesen Behörden. Ja, ich freue mich mega. Das Wetter ist der Hammer. Die Sonne scheint, aber eben sau kalt. Also wieder die langen Kleider vornehmen und langsam parat machen. Ihr seht dort hinten die amerikanische Flagge und eine gelbe. Und hier eine rote und von der Firma NSB. Und zwar ist das so, dass man je nachdem, wo man sich gerade befindet, immer die Flagge hisst, wo man gerade ist. Also in Deutschland ist die deutsche Flagge gehangen. Jetzt sind wir im amerikanischen Gewässer, also hängt die amerikanisch. Und irgendwo müsste noch die portugiesisch sein. Die sehen jetzt aber nie. Das ist eigentlich, weil das Schiff unter portugiesischer Flagge
Abfahrt. Aber die sehe ich sicher noch. Und was das Gelbe und die Rot heisst, das muss ich noch nachfragen, aber das finde ich sicher raus. Da ist das Boot, wo der Captain, der Pilot nachher getroffen ist. Und der würde uns dann nachher an den Hafen führen. Der Captain hat jetzt gerade mit dem kommuniziert, mit dem Funk. Damit sie wissen, so damit sie, ja, welcher Seite dass sie einsteigen und so. Das sollte jetzt hier eigentlich bei uns neu mit reinfahren und dann guckt da der Pilot da auf unser Boot. Pilot is coming! Captain, everything is working. Yes, everything is working. The only thing is to the port three because that's the reason. But you can help from inside and from the start. Okay. Alright, I'm sure. Okay. We've moved all the way over on the green tide. I see he was in a channel there, so we moved on over back. Tight on the green toe, okay. Got you good there. Roger that. Thank you. Safe watch. Davor ist ein Segelschiff in unserer Line innen. Und jetzt haben wir hupen und jetzt ist es auf die Seite gegangen. Jetzt hat es hoffentlich gemerkt, weil ich glaube, wir würden es heute machen. Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, für was dass die Flaggen hier oben sind. Die gelbe heisst, dass wir eigentlich unter Quarantäne stehen, sozusagen. Also, dass wir bereit sind, zum in den Hafen einlaufen. Und die rote heisst Bravo. Das heisst, dass wir gefährliches Material auf dem Boot haben. Also respektive, also gefährlich. Wenn jetzt zum Beispiel brennbare Flüssigkeiten wie Farbe und so Zeugs haben wir drauf. Und das signalisiert einfach, dass sie Gefahrengut getroffen haben. Wieder etwas gelernt. Ich kann mich auch noch ein bisschen mit dem Pilot unterhalten und es ist noch eindrücklich. Da hinten seht ihr einen Strand. Und wenn wir jetzt da schnell reinfahren würden, würde es so einen Wind-Tsunami-Effekt geben. Das heisst, es würde so ein bisschen das Wasser zurückgehen und es würde dann nach einer relativ hohe Welle dann nach einer zurück zum Strand kommen. Das wäre relativ gefährlich, wenn kleine Kinder dort würden, spielen. Darum muss man da relativ langsam reinfahren. Es hat extreme Auswirkungen. Also, ich hätte das nicht gedacht, weil ja, ich meine, wir sind doch noch relativ weit weg vom Strand, aber das kann doch so weit führen, dass es wirklich dort eine recht hohe Welle erzeugt. Roger, stopped now. There we go. Ja, mit dem Gerät sieht er, wie ein Schiff würde sich verhalten. Also dort haben wir gesehen vielleicht, es ist eine Voraussage, eigentlich, wie ein Schiff würde um die Kurve machen. Also, ja, extrem fortschrittlich. Er hat das alles auf seinem iPad. Und er hat gesagt, das macht natürlich das Leben immer einfacher. Ja, ich bin jetzt wieder zurück im Zimmer. Ich warte jetzt, bis da der Zoll kommt und das ganze Zeugs da, meine Dokumente und so anschaut, damit wir dann nachher von Bord gehen können. Ich habe jetzt mich gerade noch ein bisschen mit dem Captain unterhalten. Das ist wirklich ein ganz nice Typ. Also, ich zeige euch noch schnell das Foto. Ja, er hat wirklich einfach viele interessante Storys erzählt, wie man da arbeitet. Ich meine, die arbeiten in Shifts. Es sind, glaube ich, 20 Pilots hier im ganzen Hafen. Und immer, er hat 3 Schiffe, die er muss machen. Also er geht vom Hafen, geht er raus zum Schiff mit dem Boot, fährt dann das nachher an den Hafen rein. Dann kommt einer drauf, der es tut wie parkieren. Das macht nicht er. Und dann nachher geht er zum nächsten Boot. Das nächste Boot hat er jetzt, glaube ich, in etwa 2-3 Stunden oder so. Also er bleibt jetzt da, geht nicht heim, es würde sich nicht lohnen. Und dann nachher bringt er das Boot von da, bringt er wieder raus. Und dann nachher hat er nochmal eins, das er dann muss holen von draussen. Und dann nachher ist sein Schiff durch.
Und dann geht es voraussichtlich so morgen Nachmittag dann wieder los. Also das ist wirklich 7 Tage pro Woche ist der immer am Arbeiten. Und, aber er hat gesagt, es sei sein absoluter Traumjob gewesen. Er hat da schon früher gesagt, er wolle das unbedingt werden, weil er immer die Schiffe gesehen hat da im Hafen. Und sein Onkel war auch Pilot gewesen, also für ihn ist eigentlich nur das in Frage. Ich weiss nicht, in die Stadt kommen wir vermutlich nicht, weil es geht mit dem Taxi etwa 20 Minuten. Ja, je nach Verkehr und so. Und die Taxis brauchen dann auch eine Lizenz, damit sie dann nachher in den Hafen wieder rein dürfen. Oder? Also es darf nicht einfach jedes Taxi in den Hafen reinfahren. Darum, das ist noch ein bisschen, ja. Aber es gibt so einen Bus für Crew. Oder auch, ja, wir können dort auch mitfahren, wo sie einfach so ein bisschen zum Supermarkt bringen und so. Oder zu der Fisherman's Wharf oder was auch immer. Wo es halt so ein bisschen eine Unterkunft hat und ein bisschen Internet und was auch immer. Also, das wäre schon mal cool, wenn wir einfach mal ein bisschen rauskommen. See you later, guys. Can you show me you have the bus? Yes, sure. Because there is how time to... Only this one and this one? Yes. There is no other one? No, there's this green thing is here in here. Yeah. Show you expire time? Yeah, 12 o'clock. 12 o'clock? Yeah. Okay. Okay, see you later. Nach 11 Tagen on board, endlich wieder mal fest Boden unter den Füßen. Jetzt gehe ich hier in die Fisherman's Club. So nennen die das auch. Sorry? Are you leaving the ship? Sorry? Are you leaving the ship? Yes, just going there. You're exploring the seafair? Oh, no, just going there. Ja, da werden wir kontrolliert von allen Seiten. Vorne bin ich etwa 5 Minuten ausgefragt worden vom Zoll. Die haben mich ernstes Mögliche gefragt, wie viel das ich verdient habe vorher und was ich mache in Mexiko und ob ich kenne und so. Also recht strange, aber ja, jetzt bin ich ja da. Das ist also Bucks Coast. Volle Länge. Recht ein grosses Schiff. Und da seht ihr jetzt, wie wieder die Container gegriffen werden. Dort ist ein Typ hier oben dran, in der Kabine, wo das nachher von dort oben steuert. Und jetzt gehen wir hier in Tony Sacco Seafarers Center. Servus! So? Was sagst du? Ja, schön hier. Absolut nichts zu sehen. Man muss fürchterlich aufpassen. Eine Crew von ungefähr 20 Arbeitern kam erst mal hoch. Okay. Keine Ahnung, was die da bei uns machen. Ich hoffe, sie wissen, was es ist. Ja, bestimmt. Und hier drin, was gibt es da zu sehen? Keine Ahnung. Ich habe erst mal hier gefunden, dass das WLAN hier funktioniert. Ja. Ein paar Updates. Okay, sehr gut. Ja. Und nachher? Und noch ein Schlummerbier. Ein Schlummerbier? Ja, das ist absolut nichts. Nix? Das ist echt nichts. Kannst du vergessen. Nicht irgendwo hinfahren. Und mit dem Taxi ist es so zu weit, ne? Das ist ich weiß noch nicht wohin, ehrlich gesagt. Nee, das ist jetzt. Ja. Mal einfach um die Füße zu vertreten. Genau. Ja, also in dem Fall da ein bisschen Internet wieder mal nach 11 Tagen. Und danach denke ich, ein Schlummerbierchen. Ne? Ja, das, genau. Das klingt ordentlich. Ja, also jetzt sind wir da also in der Siemens Club. Michael ist auch da. Hallo! Und sonst ist da eigentlich niemand. Und es gibt da, was eigentlich das Wichtigste ist: Free Wi-Fi! Ja, sorry Leute, das Video ist etwas länger gegangen als sonst. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann ihr wisst ja, Daumen gegen rauf.
Und abonnieren nicht vergessen, dann bleibt ihr dran bei allem, was sonst passiert da. Und dann sage ich mal ciao!